Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Mine War. Heute mal alleine, da ich heute nachmittags frei habe. Ich muss auch noch eben in die Gruppe schreiben, dass ich drauf gehe. Einen Moment, ich... Okay, so. Okay, hast geschrieben. Und dann joinen wir auch mal direkt auf den guten alten Server. Ich war jetzt ein paar Tage nicht drauf. Ihr habt es wahrscheinlich nicht so mitbekommen, weil ich halt vorproduziert habe. Aber ich war seit einer halben Woche oder länger nicht mehr drauf. Mal gucken, was sich so getan hat. Auf dem Server. Ja, momentan nicht viel. Ich hoffe, wir verrecken jetzt auch nicht. Wird wahrscheinlich aber eh wieder der Fall sein, weil ich so unfähig bin. Aller Anfang ist schwer von Silka. Okay. Das ist anscheinend nur so ein, ich sag mal, so ein Anfangsbuch. Das habe ich aber noch nicht bekommen. Irgendwie, als ich direkt auf den Server gejoint bin, frag mich nicht, was da abgeht. Kübelwagen, Flansmod. Ah, das ist der Wagen, den haben sie anscheinend abgebaut. Fiberglas haben wir auch noch ordentlich. Diamanten auch. Also läuft doch mal, denke ich mal. Was wir jetzt brauchen, ist mega notwendig, ist mir nicht, Schwefel haben wir alles, also alles passt. Wir brauchen halt einfach, ich werde übrigens die Tage mal das Spiel in Englisch machen, weil ich damit besser zurechtkomme. Die Tage ist es halt wichtig, dass wir mal Gunpowder bekommen. Das heißt Creeper killen. Ich lege mich jetzt auf jeden Fall erstmal schlafen, weil, ja, sonst geht's halt echt nicht klar. Wir müssen unbedingt Creeper killen, um Gunpowder zu bekommen, weil die Sachen wie Maschinen oder so, um Gunpowder herzustellen, die brauchen noch mega lange. Ich hab so Angst vor diesem Ort, da bin ich zweimal verreckt. Da sind Creeper. Und anscheinend keine Zombies. Ich hab so Angst vor diesen Dingern. Scheiße, 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 da ist ein Ding. Weil diese OP-Dinger, die haben mich jetzt zweimal umgebracht. Und das ist halt einfach so heftig. Oh, ich habe jetzt mit Schwert reingelegt. Ja, ich habe mega Angst eigentlich davor. Ja, Essen haben wir auf jeden Fall momentan genug. Jetzt muss ich ja am anderen Eingang rausgehen und gucken, ob dort weniger los ist. Mal schauen. Oh ne. Okay, da wollen sie auch schon wieder rein. Ja, ist schwierig. Gibt es denn eine Waffe ohne Gunpowder? Die einfach nur Fiberglas benötigt. Ne, die meisten brauchen entweder Gunpowder oder... Ja, die SG, ist das eine Sniper? Ich bin mir nicht sicher. Oder die M14. Wer es nicht snipern kann, ich nicht gut. Da müssen meine Teamkollegen dann mal am besten snipern. AK. Ja, die Magazine brauchen alle irgendwie Gunpowder. Die P90 braucht zwar keine Gunpowder, die könnte ich mir auf jeden Fall auch schon mal machen. Aber für das Magazin halt. Oh ne, jetzt habe ich wieder diese nervige Map. Die kriege ich irgendwie nicht mehr weg. Ah, jetzt, okay. Ja. Ja, wir können uns auf jeden Fall schon mal die P90 machen. Nur wie gesagt, haben wir schon eine P90? P90? Ne, haben wir... Lol, der will die 9 nicht machen. Fuck, warum will der die 9 nicht machen? Dann halt so. Ja, die P90 haben wir noch nicht. Aber Iron haben wir, denke ich mal, genug. Ja, mehr als genug. Ja, dann machen wir uns doch mal die P90. Ja, da freue ich mich sehr drauf, dass mir nicht eine sehr, sehr gute Waffe. Ja, die können auch eigentlich die meisten Leute spielen. Da braucht man jetzt nicht besonders viel Skill für. Ein bisschen vielleicht. Aber nicht so extrem viel. Ja, dann gehe ich mal schauen. P90. Zack. Da haben wir sie. Okay, das ist schon mal nice. Jetzt brauchen wir nur noch ein wenig Gunpowder. Haben wir da ein bisschen was? Schwarzpulver ist ja hier. Nee, Schwarzpulver haben wir nicht. Können einfach mal auch mal nach Gun suchen, haben wir auch nicht. Ja, ich Zeta spielt auf jeden Fall erstmal kurz in Englisch, weil damit komme ich besser zurecht in Modpacks. Englisch, US, komm. Leckt jetzt ganz kurz und dann haben wir es in Englisch, weil damit komme ich zumindest in Modpacks besser zurecht. Ja.
Okay, da haben wir jetzt schon mal die P90, die packen wir jetzt aber lieber erstmal hier rein. Und dann müssen wir mal gucken, wir müssen auf jeden Fall Creeper töten. Ich habe nur Angst wegen den OP-Zombies. Da habe ich so Angst. Da habe ich so Angst, Leute. Ich weiß echt nicht. Es geht nicht klar. Ich hab so Angst, ich hab so Angst, ich hab so Angst. Leute, Leute, Leute. Okay, da war nicht OP. Ich hab mich mega Angst einfach vor Mobs momentan. Ich bin ja zweimal gestorben und man kann nie sehen, ob die OP sind oder nicht. Ja, ich gehe auf jeden Fall nicht in Mobfight. Ich denke so ein bis zwei Mobs, vielleicht noch drei sind okay, aber mehr gehe ich echt nicht ein. Leute, da müsst ihr mich auch verstehen. Das ist echt OP. Weil teilweise sind da echt Mobs so stark. Das geht dann echt nicht klar. Und ja, mal schauen, ob hier irgendwelche Creeper sich rumtreiben. Momentan sehe ich noch nichts. Ja, wir brauchen eigentlich einfach nur ein paar Creeper. Für Gunpowder. Das ist jetzt echt essentiell notwendig, dass wir einfach mal Creeper finden, um diese zu töten. Ja. Wir können rein theoretisch auch farmen gehen. Weiß nur nicht, ob das so sinnvoll ist, weil nachts rauszugehen ist echt, echt hart. Oh, ich glaube, das ist ein OP-Zombie, das hat schon so ein Schwert in der Hand. So, da gehe ich lieber runter und farm erstmal ein wenig. Sorry, wenn ich da jetzt ein wenig, ich sag mal, lame bin, aber es geht nicht anders. Haben wir denn schon Fackeln? Ist da jemand gerade verreckt oder so? Weil, sieht ganz danach aus. Aber ich glaube, das ist einfach nur von dem Death Point hier oben. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich kann mal eben nach einer Torch suchen. Torch. Nee, Torch ist hier nicht. Ja, sonst müssen wir uns eben Coal. Coal haben wir mehr als genug. Dann nehmen wir mal hier was raus und Stick. Sticks haben wir auch mehr als genug. Dann sagen, machen wir einfach mal so sechs Dinger. So. Jawohl, haben wir 24 Fackeln. Ich denke, die reichen erstmal. Und ja, so, dann eben noch das Rotten Flesh da rein. Und dann haben wir schon alles für eine Minentour. Ja, die werden dauerhaft natürlich nicht reichen, die Fackeln, aber für ein wenig Farmen, das soll ja nicht allzu lang sein, wird es, denke ich mal, reichen. Ich habe Angst, dass hier unten. Oh, hier unten ist so ein OP-Ding, glaube ich. Oh, scheiße. Oh, scheiße, das war heftig. Das Ding war schon heftig. Aber geht klar. Die Effekte müssten gleich auch weg sein. Okay, das war aber schon heavy. Ich glaube, da ist auch einer meiner Kollegen dran verreckt an dem Teil. Ja, hier sieht man, hier hat sich einer lang gebaut ohne Fackeln. Vielleicht war ich das sogar. War auf jeden Fall nicht sehr schlau. Dann werde ich jetzt erstmal überall. Hier sind eigentlich auch ein paar notwendige Sachen. Werde ich erstmal überall Fackeln hinsetzen. Ja, und jetzt können wir hier auch in Ruhe farmen gehen. Nehmen wir das Sulfur mit, das ist auch wichtig. Später Ruby. Kann man auch mal machen. Weil Ruby ist, für Tools und so weiter, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, Redstone brauchen wir auch für die späteren Maschinen. Können wir einfach mal alles mitnehmen. Iron auch mal immer gerne. Ja, hier finden wir doch recht viel. Das ist doch, denke ich mal, nicht so schlecht. So.
Ja. Mal gucken, vielleicht haben wir auch noch irgendwo Certus Quartz. Weil dann können wir das auch noch mitnehmen. So. Ja, hier ist man weitergegangen. Okay, ich höre ein Skelett. Ja, schwierig, schwierig, die Tunnelsysteme auch hier. Ich habe Angst vor den Mobs. Wenn die nicht wären, wenn die nicht so OP wären, dann wäre es schon leichter. Aber es soll ja auch nicht zu leicht sein. Aber dass die so OP sind, ist echt übertrieben, meiner Meinung nach. Dann können wir ja mal hier oben auf dem Weg zurückgucken. Ich will da jetzt nicht zu weit reingehen. Wenig schon, aber nicht zu weit. Ja, dann müssen wir auch mal gucken, ob wir uns den Certus Quartz Pickaxe machen, weil die ist eigentlich ganz nice. Die ist ungefähr so gut wie eine Iron Hacke von der Abbausachen und so her. Und von der Haltbarkeit würde ich mal schätzen, ein wenig low. Dafür ist sie so schnell wie eine Dia Hacke. Also ich denke, so eine Mischung aus, ja, ich sag mal Steinspitzhacke, Eisenhacke und Dia Hacke. Ja, Aluminium. Kann man machen, nehmen wir auch mal mit. Und gucken mal, hier sind wir wieder ganz oben, dann gehen wir lieber ein bisschen nach unten, wir müssen ja noch ein bisschen farmen. Aber auch nicht zu weit dann. Ich meine, ich hätte hier noch Certus Quartz gesehen, aber kann auch ein Irrtum gewesen sein. Hier ist noch ein wenig Iron, das können wir auch noch mal mitnehmen. Einfach, ja, locker easy. Okay. Hier ist sonst nichts mehr, da haben wir gerade die Fackel geplaced. Okay. Ja, wo gehen wir jetzt am besten weiter? Hier ein wenig Coal. Kann man auch einfach mal machen. Ja, eine Fledermaus. Die lässt mich ja zum Glück in Ruhe. Ja, falls wir noch ein bisschen Coal brauchen. Hier ist es ja, ist die spawnt ja nicht oder so eine Scheiße. Oh. Hier ist jemand reingegangen. Nee, ich dachte, hier wäre eine Höhle. Okay. Nee, hier kommen wir jetzt hier wieder raus. Hier kommen wir da wieder raus. Blick nicht durch. Ich blick durch das System der Matrix nicht durch. Alles klar. Hier ist auf jeden Fall irgendwo eine Höhle. Ich höre zumindest Mobs. Können jetzt natürlich weiter farmen gehen, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich mache es einfach mal. Sulfur kann man mal machen. So. So. Ist eine Höhle oder? Ne, ist nur ein Bug. Nur ein Texturen-Bug. Ja. Kann man alles mal machen. Der Namen sieht man übrigens in dem Modpack eh nicht. Also sneaken muss ich da nicht unbedingt. Nur natürlich vor Abgründen und keine Ahnung, irgendwie für Geräusche oder so. Ja, vielleicht. Aber nicht um den Namen zu verdecken. Und ja, heute mal, wie gesagt, alleine. Oh Scheiße, was war das? Hört sich immer gefährlich an sowas. Ich hab gleich so Angst, dass ich auf irgendwas grabe und ich dann daran verrecke. Bitte nicht. Bitte. Oh, ich fühle mich verarscht. Hier oben. Bitte lass mich heute nicht alleine, Glück. Ja, ein bisschen Iron, ein bisschen Sulfur gefunden. Kann man alles mal machen. Ja, ein paar Rubies. Jetzt nicht so das Allerbeste, aber auch nicht das Allerschlechteste. Ja. Nehme neuerdings übrigens immer mit OBS auf, weil es momentan echt von der Quali ganz nice ist und. Man sieht auch immer schön auf dem zweiten Bildschirm, was man gerade aufnimmt, ob es leckt oder was auch immer. Ja, zumindest am Bild kann man sehen, ob das Bild einwandfrei ist oder nicht. Beim Ton leider nicht, aber beim Bild, und das finde ich ganz gut. Doch beim Ton eigentlich auch schon, weil dort wird auch immer schön angezeigt, wenn man redet, dann kommt halt so eine kleine Spur.
Und das ist mein Spitzhacke kaputt gegangen. Okay, dann werden wir jetzt wohl mal nach oben müssen. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz nice. OBS funktioniert jetzt endlich bei mir vernünftig. Ja, jetzt natürlich erstmal nach oben und unsere Sachen in Sicherheit bringen. Wir haben ein Stack Sulfur gefunden. Haben sogar noch mehr. Wir haben über ein Stack Sulfur. Zwei mehr. Ist immerhin über ein Stack. Ich weiß immer noch nicht, von welchem Monster dieses Fleisch ist, aber hier ist es einfach, es bringt ja immerhin was. Ich dachte gerade, hier wären die Fackeln oder die Lichter aus. Hab mich schon eigentlich erschrocken. Okay. Ja, das Sulfur können wir jetzt hier erstmal schon mal in Sicherheit bringen. Bisschen Kabel, bisschen Rubies, Redstone, Torches, Yellowreed haben wir auch ein bisschen gefunden. Sulfur nochmal, Aluminium. Und das Iron können wir dann eigentlich nochmal brennen. Oh lol, wir haben Fire Charge, woher das denn? So, dann brennen wir das Aluminium nochmal. So, das passt. Und dann gucken wir nochmal eben, wir haben hier eine Charge Certus Quartz. Ändert das was, wenn man daraus eine Spitzhacke machen will, oder geht das genauso? Ne, daraus kann man keine Tools machen aus Charged Certus Quartz. Aber haben wir noch anderes Certus? Hier müssten wir doch noch Certus Quartz Crystal. Kann man daraus was machen? Ja, das ist das richtige Certus Quartz Prinzip. So, davon haben wir auch noch genügend. Mehr als genügend. Ja, dann haben wir jetzt schon mal hier eine gute Spitzhacke gemacht. Das Iron können wir brennen. Und okay. Und ja, das war's dann im Prinzip von der Folge. Ich werde gleich noch eine kurze Folge aufnehmen. Nicht allzu lang, aber eine kurze. Ja, dann bis dahin. Haut rein. Und warum ist mein Interface so komisch? Liegt es am Texture Pack? Nee, liegt nur hier rein. Hier drin, wenn ich hier vorstehe. Lol. Lustig. Ja, auf jeden Fall. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge und haut rein. Ciao.